Ariake-Bambus stand. Den haben wir eben entdeckt und haben nichts gemacht. Horensweide. Das ist wohl so ein größerer Wald. Bin ich jetzt trapped, weil er hier einfach nicht runtergehen mag, oder? Jesus Christ, ey. Es gab keinen Ausweg für mich. Na, was war das denn für ein Sprung? Es kann gut sein, dass ich mich jetzt gerade total getrappt und gebuggt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich hier in the first place überhaupt runtergegangen bin. Nee. Ja, das ist. Ich will doch nur ein bisschen am Berg hinabsliden, Mann. Was ist denn das Problem? Schnellreise zum Fuchsbau. Zum Glück geht das so schnell mit dem Schnellreisesystem. So, der Preis des Eisens immer noch. Kuta-Grasland. Wölfe. Wow, Wildschweine. Alter! Okay, sie sind offenbar abgehauen. Ich hatte gerade so ein bisschen Gothic 3-Vibes, ne? Mein PTDS von Gothic ist immer noch nicht ganz überwunden. Wenn ich Wildschweine sehe, dann nehme ich Reise aus. Und schrei nach Patches. Es tut weh. Mein Bein! Was ist hier passiert? Laufen wir weg. Suchen wir uns ein besseres Versteck. Für die Mongolen wären wir wie verwundetes Wild. Alles nur wegen dem eisernen Zeichen. Ruhen wir uns aus, dann holen wir es uns. Was ist los? Ein Samurai. Zu Was ist eurem mit euch Dienst. passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat zu viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Das eiserne Zeichen also. Der Preis des Eisens. Ohne Zweifel wäre das sehr vorteilhaft, wenn wir so etwas hätten. Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Das werden sie immer. Das wird mich nicht davon abhalten, sie fertig zu machen. Am Ende dieser Straße hier. Das ist da vorne. Das muss der Händlerwagen sein. Was ist denn hier passiert? Mongolen. Sie kämpften gegen die Männer von vorhin. Verstehe. Keine Spur vom Händler. Wo ist der denn dann hin? Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Aber da blinkt es doch. Mongol. Wow. Wie niederträchtig. Ich
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schwache Mongolen. Die Männer von vorhin. Ich sollte sie warnen. Ich kann mir vorstellen, dass man anhand der Farbe ihrer Kleidung erkennen kann, auf welcher Stufe die sich befinden. Denn die Roten zum Beispiel, die roten Mongolen, die sind eine Stufe stärker. Als jetzt zum Beispiel die hier. Die waren ja wirklich schwach. Die habe ich mit 2 Schlägen umgemäht. Ich habe Reis gegessen. Ich bin so wütend. Und hoch da. Warnen wir die Männer? Zu spät. Nein. Ihr habt größeren Respekt verdient. Verdammt. Bitte, mein Herr. Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Gehen wir erstmal nach oben, da können wir nämlich jetzt ja mittlerweile auch hin. Und wer weiß, was wir hier finden werden. Da drüben haben wir etwas zu untersuchen. Ja, dort entlang. Wie sind die denn gegangen? Verfolge die Mongolen. Wir sehen die Spuren auf dem Boden. Sie können noch nicht allzu weit weg sein. Hier sind sie abgebogen. Oh, Scheiße. Alter, mache ich jetzt den Leonardo DiCaprio oder was? Na, ganz so schlimm war es dann doch nicht, aber krass, man kann gegen Bären kämpfen und sie sind richtig heftig. Suche nach dem Händler. Okay, wir waren schon ganz in der Nähe, wie mir scheint. Ich kann nicht mal abhauen. Was ist denn hier los? Lappengolen, ey. Wenn sie den Händler haben, dann dort drin. Ich glaube, die anderen haben nichts bemerkt. Haben sie echt nicht. Beeilung. Das war knapp. Vor allen Dingen steht er immer noch hinter der Tür. Ich rühre mich nicht, bevor es sicher ist. Ja, das ist mir klar. Nimm sie da hoch!
Alter, ey. Das ist aber auch teilweise schon echt fies. Also es ist jetzt nicht auf einem Gewaltlevel von The Last of Us, ne? Aber es ist schon... Mach halt mal. Autsch. Autsch. Stimmt ja, die sind unblockbar, die Attacken. Ja. Die sind wirklich... Wow, der war fies. Danke für die Kunais, meine Freunde. Wow, da konnte ich sogar noch einen Antat machen, cool. Samurai unwürdig, aber wirkungsvoll. Keine Ahnung, wo mein Kunai jetzt hinging. Aber offenbar haben wir jetzt hier mal richtig kräftig aufgeräumt. Alle Mongolen besiegt. Jetzt dürfte sich der Händler auch regen. Was haben wir hier? Vorräte. Hallöchen. Still lassen. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Spart euren Dank. Laut eurem Bruder arbeitet ihr für die Mongolen. Sie wollten meine Familie beschützen. Unsere Schwestern, wenn ich Vorräte für sie transportiere. Und jetzt ist euer Bruder tot. Er führte die Männer an, die euer Zeichen stehlen wollten. Nein! Oh, dieser Narr. Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Außerdem ist der Name des Eigentümers eingraviert. Dann sind sie nutzlos für andere. Ihr könnt gehen. Wenn ich höre, dass ihr wieder für die Mongolen arbeitet. Die würden mich eher töten. Und meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Nichts. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich? Das kann ich dir leider auch nicht verraten, mein Freund. Du musst es wohl finden für dich. Der Preis des Eisens. Erledigt. Und unsere Legende wächst. Maximale Gesundheit erhöht. Die Hoffnung der Menschen ist die nächste Legende. Was haben wir jetzt hier bekommen? Schwarzpulverbombe. Wirf mit L2 und R2 Sprengstoff, der bei Gegnern in der Nähe Schaden verursacht und sie zum Taumeln bringt. Wenn ich das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Krass. Talisman des Vorteils, Offensiv-Talisman. Heftig. Also die Schwarzpulverbombe, das ist schon krass. Schwarzpulverbomben verursachen weiträumigen Explosionsschaden. Konnte man jetzt nicht mehr genau erkennen, okay. Als Wurfwaffe haben wir sowieso gerade nur die Schwarzpulverbombe, aber das ist natürlich schon harter Tobak, dass wir schon solche Waffen haben, wow. Da ist der besagte goldene Tempel, zu dem wir uns aber jetzt noch nicht begeben wollen. Als nächstes werden wir jetzt, wie gesagt, in Richtung Sensei Ishikawa gehen. Aber vorher werden wir uns jetzt mal angucken, ob wir vielleicht nicht irgendwas kaufen können von unseren schönen Blümchen, die wir gesammelt haben. Oder vielleicht können wir ja auch von den Crafting-Materialien irgendwelche einsetzen. Hallo. Was, mein Herr? Schwertkits. 15 Blumen. Ja, keine Ahnung, der muss erstmal. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Stirnband des erbitterten Kriegers. Flickenstrohhut. 20 Blumen brauchen wir dafür. Okay, dann sammeln wir noch. Den hätte ich nämlich gerne.
Ich wäre euch gern zu Diensten. Schnellfeuerwaffen, Kunai. Munition und Ressourcen. Kunai. Nur das Beste für euch. Da haben wir schon mal wieder ein bisschen was nachgekauft. Okay, wir haben hier Hiyoshi Heilbart. Und beginnen nun die Legende von Sensei Ishikawa. Sensei Ishikawa war bei der Schlacht gegen die Mongolen am Strand von Komoda nicht dabei. Falls er noch lebt, könnte sein Geschick mit dem Bogen dabei helfen, Fürst Shimura zu befreien. Aber dafür muss ich den Sensei erst einmal finden. Von euren Siegen. Also ihn zu überreden wird vermutlich nicht so schwierig, denn immerhin dürfte er die Mongolen genauso hassen wie wir. Davon würde ich jetzt zumindest erstmal ausgehen. Wir finden ihn beim Hiyoshi-Heilbad oder zumindest eine Spur. Ein kleiner Bambuswald. Wen haben wir denn da hinten? Es ist ein Mongole. Das sieht böse aus. Krass. Mein Herr, willkommen. Wie ihr seht, ist Hiyoshi ein besonderer Ort. Wie konnte der Baum so schnell wachsen? Der Wald beschützt die, die sich nicht selbst schützen können. Okay. Hiyoshi ist also ein besonderer Ort. Okay, das sieht cool aus. Das war ein wenig doof. Aber nur ein wenig. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sehr cool sogar. Frage im Gasthaus nach Sensei Ishikawa. Gerade sagen. Da blitzt doch etwas. Oh, schade. Ich dachte, er macht jetzt eine Arschbombe in den Tümpel hier unten. Das Hiyoshi-Heilbad. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Da drüben kann man offenbar wieder etwas erwerben. Das könnte wieder so ein Fallensteller sein. Bambus. Bearbeite Metall, Holz und Stoff. Ich habe Waren aller Art. Leb wohl. Ah, hier geht es um die Verbesserung. Tut mir okay. Leid. Dafür brauche ich mehr. Raubtierfell für die Kunai-Verbesserung. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht, mein Herr. Was ist denn mit dem hier? Mein Herr, wie ich höre, sind Samurai in der Haiku-Kunst versiert. Versiert würde ich nicht sagen, aber ja, ich schreibe Haiku. Im Hiyoshi-Heilbad ist ein Dichter. Er schrieb wohl einst mit eurem Onkel. Bestimmt hat er euch viel zu sagen. Ich werde ihn aufsuchen. Ist die Frage, ob das jetzt auch wieder so eine Art Quest ist oder ob das einfach nur sowas... Möchtet ihr sehen, was ich habe? Nebenbei erwähnt es ist. Es fehlen immer noch 4 Blumen, leider. Für den echt coolen Strohhut. So, hier haben wir das Gasthaus. Ich bin gespannt, ob die Menschen hier etwas über Sensei Ishikawa zu sagen haben. Hallo. Ein Samurai.
Er lebt? Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Naja, also, wenn er in seinem Dojo wäre, dann würdet ihr das ja wohl gemerkt haben. Hat der Sensei nicht bei Komoda gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Furite ein, hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm Reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor die Ishikawa. Hohoho. Der Boogeyman von Ghost of Tsushima. Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Ah, da oben. Suche Ishikawas Dojo. Ja, das muss ich ja jetzt nicht mehr suchen. Da oben ist es doch. Danke. Ich finde es schon. Noch eine Frage, mein Herr. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür? Na, wir werden es wohl herausfinden. Wir müssen nur erstmal irgendwie dahin finden. Ich sehe den Weg aber schon. Wir können einfach hier hoch. Sensei Ishikawas Dojo. Hier oben. Sensei Ishikawas Dojo. Es ist sehr verlassen hier. So ruhig. So verdächtig. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Ach du Scheiße. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Vor ein paar Kerzen kann man sich schon mal verbeugen, finde ich. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Finde Sensei Ishikawa. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Sensei? Seid ihr hier? Bleibt stehen! Sensei Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Helft mir, ihn zu retten. Ich kann nicht.
Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt im Bogenschießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Doch was ist mit diesem Lehrling passiert? Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Naja, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Wir haben ja auch noch Yuna, die auch ein bisschen kämpfen kann. Und diese Wächterin zum Beispiel, die auch einen kampftüchtigen Eindruck hinterlassen hat. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Eine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Tomoe. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch. Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Wow. Noch schön Salz in die Wunde streuen. Hey! Er hat es sich auf dem Weg anders überlegt. Oh, da sind mir doch ein paar zu viele. Auf so einen Scheiß falle ich nicht rein, ja. Easy. Die betrunkene Tanuki. In Komoda kämpften sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Wo könnte Tomoe sein? Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die ich frage mich, warum der Sensei... Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier also ich frage mich... Ein Hinterhalt. Seht euch um. Ich frage mich, warum er nicht schon längst nach Tomoe gesucht hat, wenn er das jetzt doch auch kann. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Ist ja gut. Okay, sorry. Bitch, please. Ich hätte vielleicht einmal ein Handbuch lesen sollen. Warte kurz. Wir müssen reden. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass er ihn mir gibt. Er sagte etwas von geben. Er weiß, dass er gut schießt.
und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Kurzbogen. Schaden und Zieltempo sind durchschnittlich. Einst ein Geschenk von Fürst Nagao und Sensei Ishikawa, das jetzt vom neuen Schüler des Senseis getragen wird. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Ah, okay. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Konzentriert euch, Sakai. Ich gewöhne mich noch an den Griff. Lasst mich das nicht bereuen. Diese Liste ist schon lang genug. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf acht. War er aber nicht. Was ist der für ein Mad Lad, ey? Fernkampfwaffen wechseln. Halte L2 gedrückt und wechsle mit dem Steuerkreuz deine Fernkampfwaffe. Okay. Ja, mittlerweile haben wir ja sogar schon drei. Aber es ist cool mit dem Bogen. Hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Na, die Japaner kennen die Atombombe jetzt noch nicht. Oha. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Hoffentlich. Aber ob sie das ist, werden wir erst beim nächsten Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play Ghost of Tsushima. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir werden dann unsere neuen Waffen austesten und hoffentlich Tomoe finden und den Sensei auf unsere Seite ziehen. Denkt natürlich immer daran, I warned you for an adventure.